Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Unter dem Arsch. Wir sammeln jetzt Strohballen von Feld Nummer 12. Da arbeiten gerade zwei bei und die sammeln fleißig, pressen fleißig im Verband. Und ich muss Gas geben, dass ich die wegsammeln kann, damit sie die nicht später beim Wenden keine Probleme gibt. Naja, Gas geben. Man sollte nicht trödeln, ne, sag mal so, ne. Akteur bin ich da ganz gut hinterher. Und unsere Spezialisten, die kennen da keine, ja, Freunde, ne, die kennen da nur Gas geben, ne. So, dann muss ich gleich mal diese paar aufsammeln. Fangen wir oben an mit einem, den haben wir liegen lassen, ne? Vorbeigebrettert. Ja. Ist aber schön, Dank fürs Reinschauen. Vorweg. Und für fleißig abonnieren und liken. Je mehr abonniert wird, Quatsch. Je mehr geliked wird und je mehr auch mal kommentiert wird, umso mehr wird das Video für andere Zuschauer vorgeschlagen. Also wer mich da direkt unterstützen möchte und kann, muss nur einfach ja, ob einen Daumen hoch und einen Daumen runter, das ist dem wohl egal. Eure Entscheidung. Und dann, ja, wenn es einfach ein Kommentar ist, hallo, ne? Das ist da vollkommen ausreichend. Ich denke mal, den Algorithmus, der kann das nicht erkennen, ob da einer was dit schreibt, ne? Das ist ja, glaube ich, nicht der sprengende Punkt. Ich meine, er erkennt schon was. Wenn das unter der Gürtellinie ist, dann wird es mal zurückgehalten. Und ich muss es prüfen. Aber ansonsten ist das so, je mehr geschrieben wird, umso mehr werde ich vorgeschlagen. Das heißt, für ein Kanalwachstum ist es gut, wenn viel geschrieben wird. So, das dazu. Ne? Wir machen heute hier auf Feld 12 fleißig weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Strohballen sammeln. Leider unser Lager voll. Die Pelletsfabrik auch. So. Ist halt so. Das nehmen wir jetzt mal so in Kauf. Und wir müssen das jetzt notgedrungen halt verkaufen. Ich weiß nicht, wo ich lassen soll. Und ich kann es auch nicht gebrauchen. Ich kann keine, ja, so viel Millionen Liter. Entschuldigung, Liter an Stroh irgendwo hinstellen. Beim nächsten Regen wäre das weg. Das kriegt Glück auf. Ja, und dann wäre das die Arbeit umsonst. Da kann man es auch liegen lassen, ne? Ungepresst, ne? Die kleinen Felder, das letzte Feld, wo ich jetzt pressen werde. Ich überlege gerade. Tja, machen wir hier Gras rein? Nee, ne? Wir müssen ja irgendwas einfallen lassen. Ich brauche ja eine Frucht für nächstes Jahr, für die Fruchtfolge. Das ist schwierig. Getreide geht nicht. Also alles mit Getreide. Also hier nur Hafer. Anderes Zeug hier, was Getreide ist. Hier Weizen, Gerste und Roggen oder so ein Zeug. Das Getreide, das geht nicht. Also von der Fruchtfolge her. Gehen würde Hülsenfrüchte, Sonnenblumen, Raps und so ein Zeug, ne? Nur halt für Raps müssen wir uns jetzt entscheiden. Im, ja, wir haben auch 3 Tage Zeit oder 4. Späten Sommer oder frühen Herbst für die Aussaat. Lohnzahlung, ganz schön viel, ne? Also alles, der Kalker ist fertig. Das ist gut.
Ja, ne? Ja, Mais. Mais könnte ich nur auf den Feldern machen, wo das Gras ist, rein theoretisch. Oder jetzt, wo Raps ist, ne? Also Raps habe ich ja zwei Felder, einmal die 44, da das hier rechts von uns, und die 54 auf dem anderen Ende. Da könnte ich im nächsten Jahr Mais anpflanzen. Da habe ich noch Rüben, ein kleines Feld und ein größeres Feld hinten ganz weit weg. Da könnte ich auch Mais anpflanzen. Hier wäre theoretisch auch Sonnenblumen möglich im nächsten Jahr. Mais geht so erst im Frühling, also lange Zeit brach liegen lassen. Und da muss man sich überlegen, ob man da einbringen könnte, ne, so lange. Ne? Ob wir da einmal Gras ernten oder so. Ich weiß nicht so recht. Oder mal Luzerne probieren sollten einmal, ne? Haben wir noch nie gehabt. Das wäre ja auch so wie... Müssen wir gucken. Werden wir probieren, ne? 12 Luzerne mal einfach so. Luzerne ist ja eigentlich eine Eiweißfrucht, kann man sagen. Also ein hoch eiweißhaltiges Grünzeug, kann man sagen. Das war jetzt noch nicht fertig. Dauert lange. Jo. Ne? Luzerne hat den Vorteil gegenüber Gras, es hat sehr tiefe Wurzeln und wenn es irgendwo sehr trocken ist, ist das Luzerne besser geeignet als Gras, ne? Also aber ganz ohne Wasserwachstum hält, hat das vielleicht da hinten drin im Ball, das könnte sein, dass ein Gebäude was drin ist, Strohballen, das muss ich gleich mal gucken, so. Nö. Nichts drin. Ich dachte schon, wäre Strohballen drin. So, das können wir direkt machen hier. Also, wir oh, Musik hören geht nicht. Jedenfalls nicht hier Radio. Das gibt Probleme. Nicht bei jedem Titel, aber es könnte sein, dass bei allen anderen Titeln die Rechte spinnt. Also. Die Rechtsvergabe und der hier die GEMA. Die GEMA. Das ist der Verein, der für die Interpreten und Musikstücke Gelder einkassiert. Nur am wer es nicht weiß, also. Und wenn ich jetzt theoretisch so einen Titel spielen würde, der über die GEMA bezahlt wird. Dann ist wahrscheinlich ganz sehr groß, dass mir da YouTube da was vor die. Ach, wie sehr. Ich hab schon heiß. Na, nicht vor der Linse, aber halt. Ärger macht, ne? Wenn man so. Also, wenn ich jetzt ein großer Kanal wäre mit vielen großen Werbeeinnahmen, dann wäre jetzt einer, würde jetzt sagen, dass leider die Werbeeinnahmen komplett an den Interpreten fließen würde. Gut, das trifft mich jetzt so direkt nicht, ne? Aber noch blöder wäre, wenn ich jetzt irgendwo Gebühren zahlen müsste aus meiner eigenen Tasche. Ne? Wenn ich jetzt irgendwelche Rechte abtreten müsste an Einnahmen, wäre das das eine. Aber ich sag mal, das wäre nicht schön, ne? Muss ich vorne einsammeln und wir ausschalten hier. 5.
Ich meine, gut, die paar Sekunden werden sicherlich nichts passieren, aber ich hatte mal eine ganze Folge mal Musik aufgenommen, also mit aufgenommen. Und da wurde mir das halt so geschrieben, dass ich das und so dann auch mir zukommen würde. Meist am Anfang gibt es nur eine Warnung und so, ne? Das ist nicht so ganz so dramatisch. Aber zu viele Warnungen sind auch nicht gut, ne? Ich meine, mir ist das im Grunde nicht so dramatisch, wenn ich im Prinzip dann sagen müsste, okay, da müsste ich halt ein paar Wochen passieren, ne? Aber wenn ihr jetzt mit festen Einnahmen rechnet und das einplant, ist das schon blöd. Aber trotzdem muss es ja nicht sein, ne? Ja, Ernte geht weiter hier, ne? Stroh, ne? Ja, leider nicht viel, aber geldmäßig. Man, ihr könnt ein bisschen einstellen nach links, das könnte man machen. Dass die bisschen, da kommt mir entgegen. So gesehen hat er nichts. Lässt da nichts liegen, ne? Ja, dann lass es so, ist ja egal. Wie gesagt, Stroh verdiene ich kein Vermögen, ne? Also. Und deswegen jetzt zum Heizkraftwerk fahren wegen 8000 mehr oder 7000. Lohnt sich auch nicht. Müsste ja bald ja auch die Erntefälle sein hier, 13 und so, und die 50, die muss ja gepflügt werden. Das kann ich ja jetzt nicht alles nicht einleiten her, ne? Mit einem großen Flug und großen Gerät, da kann man ja da was erreichen. Und meinen großen Traktor. Ich meine, ein bisschen Stroh auf Reserve zu haben, ist auch nicht schlecht. Ich habe das mal gesehen in Thüringen. Da kam Regen auf und da war das ganze Stroh vom Feld dann plötzlich alles komplett los weg. Ich meine, ich habe ja genug Stroh. Selbst im globalen Markt habe ich noch etliches an lose Stroh zu stehen. Gut, man kann sich auch aus den Ballen rausholen. Ja, aber gut, sag mal. Man kann, man muss nicht, ne? Das Gute ist trockenes Stroh. In der Theorie, wenn das lange liegen würde und durch Regen immer nass werden würde, wäre es ideal, nicht ideal für die Qualitäten, ne? Dann wäre das dunkel, dann wäre das grau. Ich weiß nicht, für Futter wäre das nicht mehr so ideal. Zum Einstreu wäre das sicherlich kein Problem, ne? Also schön für die Schweine. Aber es sollte nicht schimmelig sein, ne? Das soll es nicht, ne? Also hat kein Tier verdient, schlechte Qualität zu bekommen. Auch Tiere werden krank, wenn sie was bekommen, was nicht sauber ist, ne, und schmutzig ist. Ja, viel Geld gibt es nicht dafür, ne? Aber wie gesagt, das ist besser wie irgendwo hinstellen und dann verrotten lassen, ne? So, hier mal ganz kurz den anderen freistellen, weil
Bringt ja nichts, ne, wenn er rumsteht hier, ne? Eine klappt ist er, gut. Dann können wir hier auch gleich düngen auf Feld Nummer 17. Ja, der ist das auch fast fertig. Und da. Neigt sich auch am Ende entgegen, ne? Und den fahren wir jetzt zu Feld Nummer 17 und düngen da gleich nochmal. Ist ja im Prinzip. Ist auch gleich erledigt, das ist ja nicht viel. So, Kursgenerierung. Feld 17 erstmal. Ein Vorgewende. Und dann machen wir mal genau zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Das geht nur, weil schon eine Kalk ist, sonst wird es nicht gehen. Sonst wird es nicht bringen, nichts bringen. So. Der ist hier fertig, der kann. Ach so, ja, gut. Aber wir müssen Stroh sammeln, sonst kommen wir Probleme. Naja, Probleme jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir die Problemballen haben wir alle weg, ne? Denn sonst, die fahren drüber hinweg und fallen vielleicht um, ne? Und das wäre ungünstig. Entschuldigung. Ja. Ich wollte eigentlich alles lose sammeln und dann Lager fahren lassen. Ja, gut. Ich könnte sicherlich noch ein Hauptlager was reinfahren. Entschuldigung. Wenn was Katz an Katz hat, ne? Hier, Vitamine. Ja, so. Wer kann es erkennen? Halt mal zugeschlagen. Wo ich mir Rabattmakel 20% Rabatt bekommen habe. Und dann gesagt, okay, jetzt kaufst du mal auch den guten Saft. Normalerweise tue ich den Strecken mit Wasser, weil sonst zu viel zu süß ist, ne? Ah, ich möchte ja auch Vitamine haben heute. Obwohl, ja gut, das muss macht gut sein, was drin ist, ne? Früchte kaufen so eine Sache, die sind nicht lange haltbar, das ist das Problem. Und so einen Saft kaufst du und stellst dir hin, ne? Und dann ist, und wenn ich mag, lass stehen, ne? Hält sich doch ein bisschen länger wie ein Jahr. Ja, Strohballen, Strohballen, Strohballen. Ja, Schütze. Kommt ja bald die andere DLC, ne? Mit alpinen Land. Also die Karte, nichts für ungut, landwirtschaftlich gesehen, ist das nix. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Nö. Nicht meine Welt. Aber die Geräte, ne? Die Geräte, ja, schön. Mal eine ganz andere, naja, Marke, ne? Wenn mal so. Ich meine, eine Ballenpresse ist eine Ballenpresse. Hier im LS ist das im Grunde völlig egal. Aber die eine Ballenpresse, das macht ja, die legt die ja auf die, so wie jetzt auf Anhänger steht, ne? Und das ist ja dann ein Vorteil, wenn man jetzt im hügeligen Gelände spielt, ne? Dann kann das ja nicht wegrollen, theoretisch. Zulegen werde ich es auf jeden Fall. Also nur wegen dem Gerät, also die Karte an sich werde ich nicht spielen. Also schöne Gebäude, auch schön gemacht, was man so gesehen hat bis jetzt. Das kann man nicht, kann man sich nicht beschweren, ne? Aber ich brauche eigentlich eine Vielfachkarte. Ein schön mit Season zum Beispiel, das muss alles schon harmonisch laufen. Das soll ja auch funktionieren, das ist ja nicht das Problem, aber wie gesagt, es wird Zeit, dass es für ein LS so ist, dass auch hier Helfer, wenn schon Helfer da sind, dass die auch ein bisschen weitergehend arbeiten können, ne? Also ja, also hier Ballenpressen, das kann ein Helfer nicht, also das muss man zusagen, also das kann nur Cosplay, ne? Entschuldigung. Über die Karte kann man sich immer streiten und so, Geschmackssache ist ja richtig, aber das ist wirklich eine kleine Karte, ne? Also ich meine, das kann sein, dass die Wiesen noch alle nicht deklariert sind, dass man da sagt, okay, das sind keine Felder, so also da jetzt die Felder sind ja recht klein. Das ist na, ich weiß nicht. Wenn man da auch einen grünen Zweig kommen will, weiß ich nicht. Ja, nur für Gras und Silage, ja, ist langweilig auf Dauer. Finde ich jedenfalls. Und die Kühe, da sind ja auch originelle Ställe bei, die garantiert nicht so groß sind, ne? War mal nichts vor, das sind ja im alpinen Bereich sind es oft nur Kleinbauern, ne? Also. Ja, wieder ein bisschen Geld verdient. Wird ja leicht mehr, aber nicht viel mehr. Wie gesagt, die Geräte, ja. Ballenpressen und sowas hier, Sammelwagen, die größeren, ja. Aber hier, alles andere. Ist nett, so ein kleiner Rasenmäher per Hand zu bedienen, ja, schön. Aber wenn du als Einmannbetrieb arbeitest, dann muss ich sagen, dann funktioniert das nicht, ne? Du musst ja innerhalb der gewissen Zeit ja was schaffen. Und das heißt, da musst du mit relativ großen Geräten arbeiten. Sonst kommst du nicht auf den grünen Punkt. So, ich glaube, der war fertig. Ist fertig. Nicht leer, ist nicht gut. Wo ist er hin? Gut, der arbeitet noch ein bisschen, aber der arbeitet, ne? Immer eben weg. Und hier wollte ich mal kurz mal hier hin.
Dann kann ich ein bisschen was korrigieren. Und zwar in die andere Richtung, Junge. Dann lässt du weniger liegen. Hier genau das gleiche. Der hat so einen schmalen Gang und so einen breiten. Komisch. Wo ist der LKW? Da hinten. Da fahren wir noch ein Stückchen mit, ne? Muss Folgen zählen. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6. Und einen schönen Samstag. Oh, 31 Grad heute. Hitze im Norden. Wie sieht das Wetter aus? Gewitter? Oh, 33. Das ist nicht gut. Aber hier ist mal Regen angesagt. Heute ist noch trocken. Und dann ist Freitag nachts bis früh bis ein Regen. Aber wie gesagt, es ist ja extrem trocken, da kommt noch 33 Grad. 40! 40! Norden. Naja, hier ist ein bisschen übertrieben worden. Also, die 40 Grad im Norden erreichen wir. Ich sag mal ganz vorsichtig nicht. Ich darf aus dem Norden. Die 35 ist die große Ausnahme, sag ich mal so. Na, die 40 Grad nicht, das ist unwahrscheinlich. Es kann sicherlich immer vorkommen, dass wir die 30 Grad erreichen, das ist sicherlich gut möglich. Auch mal wahrscheinlich sehr hoch. Aber die 40 Grad ist unwahrscheinlich. Allein schon die Tatsache, wenn der Wind nicht mal plötzlich dreht auf Nord, von der Ostsee kommt oder von der Nordsee, ist ja egal, den Augenblick. Wasser ist kalt, kälter wie die Luft. Und dann kühlt es wieder ein bisschen ab. Nee, also ich bin ja früher viel gependelt und also immer so, bis Berlin war es einigermaßen gemäßigt von Temperaturen her. Und ab Berlin wurde es bisschen wärmer, sag mal so, 3-4 Grad ungefähr. Also im Norden die 40 Grad erreichen wir garantiert nicht. Nee, das ist unwahrscheinlich. Da platzen ja bald die Räder hier von Hitze. Müssen wir eigentlich Mist streuen, aber wir haben keinen Mist, haben wir schon da, aber das ist aufwendig, ne? Ne, Feld 13, wenn wir unterflügen, das ist scheiße. Oder? Was meint ihr? Noch pressen die ja fleißig. Wir müssen noch Feld 21 machen, also. 21, wenn heute Nacht Regen kommt, dann wäre das ganz gut, wenn das da erledigt ist, ne? Das letzte Feld, was ich weiß. Und auch Strom müsste dann schon weg sein. Ja, auf 1, hier haben wir 13 noch was. War noch Reste hier? Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne, oder was drin ist oder so. Dann können wir sowas auch noch mitnehmen. Was sind die Krähen überhaupt? Die sind gleich da, ne? Ich sehe keine mehr. Die machen zwar Lärm, aber
Unser Abfahrer kommt auch nicht zurück. Oh, Überlänge. Oh, oh, Entschuldigung. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Das ist ziemlich lang. Und noch tschüss und ciao, ciao. Ja, bis morgen. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.